Ich glaube, dass jeder Mensch so ein eigenes tiefes inneres Bauchgefühl hat, so. Ne? Das ist Marketing Mexican Style, Bro. Willst du noch Familie gründen? Falls ja, wann? Eigentlich wäre ich schon Vater, yo. Die war dann einfach schwanger, Digga. So. Und ja, Digga, was soll ich euch sagen? Am Ende des Tages hat sie sich dazu entschieden, das Kind nicht zu behalten. Ja, Bro. Viele Tränen vergossen, viele Gedanken gemacht und so. Und seitdem. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und So, alle mal rein da und ein bisschen Liebe da lassen. Ich küsse euer Herz. Ein, zwei Leutchen muss es doch noch geben, die ein bisschen Liebe für mich haben, Bro. Gib mal ein bisschen was. Ich brauche ein bisschen Liebe, Bruder. Ich bräuchte eine Freundin oder so. Ein bisschen wenig Liebe in meinem Leben aktuell. Der ist das, Freunde. Was geht, Leute? Wer hat denn keine eigene Meinung? Da gibt es viele Leute, die keine eigene Meinung haben, Bro. Also ich bin sowieso davon überzeugt, dass heutzutage, das ist ja auch kein Front oder kein Vorwurf so, das ist eine Sache, die habe ich schon immer so gepredigt eigentlich. Prediger. dass ich denke und glaube, dass es heutzutage in der Welt, das liegt doch gar nicht in Deutschland oder so, ich denke allgemein generell, dass es heutzutage halt voll schwer ist, seine wirklich eigene Meinung zu bilden, weil man halt von so vielen Sachen und Dingen beeinflusst wird, so, ne? Und ich rede nicht nur von der Meinung, sondern auch von seinem eigenen Gefühl. Jeder Mensch hat so ein eigenes Bauchgefühl, weißt du, so eine eigene. Also ich glaube daran, dass jeder Mensch tief in sich immer bei gewissen Entscheidungen oder generell im Leben einfach ein Gefühl hat, so. Ob er auf dem richtigen Weg ist, wenn Dinge passieren, was soll ich als nächstes machen und so. Ich glaube, dass jeder Mensch so ein eigenes tiefes inneres Bauchgefühl hat, so, ne? Und ich glaube, es ist voll schwer heutzutage. Ich glaube, dass es gibt echt nicht mehr viele Menschen, die halt wirklich schaffen, auf ihr eigenes Gefühl zu hören, so. Da reinzuhören, hinzuhören, so. Was sagt mir mein Gefühl gerade? Was möchte ich eigentlich gerade so? Weil es ist halt echt so, dass du wirst halt von klein auf mit Meinungen und mit Erwartungen voll geballert, so dass du halt mit der Zeit, glaube ich, einfach dein eigenes Gefühl, deine eigenen Gedanken, dein eigenes Ich-Sein irgendwie verlierst, so, weil du halt einfach nur noch das lebst, was andere von dir erwarten oder andere dir einreden oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, den Gedankengang, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, da bin ich überzeugt von. Und ich glaube auch, dass Social Media jetzt nicht wirklich was dazu beigetragen hat, dass das weggeht, so. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass Social Media halt wirklich noch mehr Einfluss da reingegeben hat, so, und das Menschen noch schwieriger gemacht hat, auf sich selbst zu hören, so. Weil es gibt wirklich Leute, die eigentlich gar kein Geld mit Social Media verdienen, die eigentlich nur aus Spaß ein bisschen Social Media machen, aber trotzdem ihr Leben irgendwo davon abhängig machen oder danach ausrichten, so, weißt du? Ja. Der ist das. Einer schreibt, glaube, du schätzt deine Mitmenschen ein wenig zu dumm ein, no front. Das hat auch gar nichts mit Intelligenz zu tun oder so. Das ist halt das, was die Leute dann gerne draus machen, so. Sagen dann, ah, Bro, wir sind doch schlau genug und so. Das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun. Null. Das liegt einfach, liegt in der Natur der Sache, Digga. Wenn du von klein auf halt wirklich tausend Sachen reingedrückt kriegst, Bruder, und das könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, selbst Leute, die überzeugt davon sind, dass es nicht so ist. Wenn du halt, ich glaube, dass es nicht mehr viele Menschen gibt, und es ist auch wichtig, dass Leute das ansprechen, dass es nicht mehr viele Menschen gibt, die es wirklich schaffen, alles auszublenden und auf ihren Kern zu hören, Bruder. Und das sehe ich. So. Da kann jeder seine eigene Meinung zu haben, aber ich bin davon überzeugt, Bruder. Weil ich sehe das ja auch in meinem Leben so. Weißt du, wie ich meine? Aber es gibt Menschen, und es gibt auch viele Menschen, die das. Das ist auch so ein Mexikaner-Ding, Bruder. Die fahren hier einfach mit irgendwelchen Scootern oder mit Autos rum, mit so richtig fetten Boxen drauf, Bruder. Und dann lassen die einfach ihre Werbung abspielen, so. Das ist Marketing Mexican Style, Bro. Nee, ist zu warm. Und manchmal machen die das auch mit ihrer eigenen Stimme, Digga. Und das ist wild, Bro. Also Stimmbänder in out, Motherfucker. Sag ich dir, wie es ist. Willst du noch Familie gründen? Falls ja, wann? Und wie siehst du heute, wie stehst du heute zu dem Thema? Ich will auf jeden Fall Familie gründen. Und für mich persönlich ist auch schon so ein bisschen überfällig. Ich wäre eigentlich gerne schon Vater, wenn ich ehrlich bin. Weil ich davon überzeugt bin, dass das mein Leben auf jeden Fall krass bereichert. So.
ein Menschenleben auf die Welt zu setzen, zu sehen, so, weißt du, wie ich meine? Und es wird auch immer, das Gefühl wird auch immer intensiver. Ich habe auch, ja, irgendwann muss ich einfach das, irgendwann packe ich, irgendwann, keine Ahnung, ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwann vielleicht mal so auch in der Öffentlichkeit ansprechen sollte. Eigentlich wäre ich schon Vater, jo. So. Ist ein Thema, was mich auch immer noch sehr emotional mitnimmt und mich auch sehr krass beschäftigt hat und so. Ich habe eine Frau gehabt hier, so. Und wir haben uns sehr gut verstanden und es war krass vom ersten Tag an, so. Richtig heftig, so. Ich habe von Anfang an so ein krasses Gefühl gehabt irgendwie. Und die war dann einfach schwanger, Digga, so, ne? Das ist einfach so passiert, so von heute auf morgen, Bro. Also ich war schockiert, so, ne? Und dann hat die mir das gesagt und so. Und ich habe im ersten Moment, ich war einfach geschockt, so. Aber ich habe mich gefreut, Digga. Von Anfang an hat mir, also habe ich kein Gefühl gehabt, was irgendwie negativ war oder so. Irgendwie, ich habe so von Anfang an gespürt, auch bei dieser Frau, dass die auch echt eine gute Frau ist, so. Ein gutes Herz hat und einfach die den Fokus auf die richtigen Dinge vor allen Dingen menschlich legt, so. Und ja, Digga, was soll ich euch sagen? Am Ende des Tages hat sie sich dazu entschieden, das Kind nicht zu behalten. Und es ist, natürlich habe ich wahrscheinlich auch irgendwie was dazu beigetragen. Ich habe mir auch Wochen, Monate lang Vorwürfe selber gemacht, so. Dass ich vielleicht irgendwie falsch geredet, was Falsches gemacht oder so habe, so, weißt du, wie ich meine? So, weil für mich, keine Ahnung, Digga. Und das ist halt für so einen, für einen Menschen wie mich, der an Gott glaubt, religiös ist, so nicht nachvollziehbar so richtig, weißt du, wie ich meine, so? So ohne verurteilt zu sein und so. Ich stand dir auch trotzdem zur Seite, auch wenn mir das extrem schwer gefallen ist. So, ich konnte aber danach mich nicht mehr richtig mit ihr treffen und so. Also so innerlich war für mich dann einfach, keine Ahnung, in mir drin ist was gestorben, Digga, und ja, Bro, viele Tränen vergossen, viele Gedanken gemacht und so, und seitdem, so, weißt du, ich habe mich schon darauf eingestellt, Vater zu werden, Digga, ihr müsst euch das mal vorstellen, weißt du, für mich war das schon so entschieden, weißt du, für mich war das schon so, das ist jetzt real, Digga, so, du bist jetzt Vater einfach in Mexiko, weißt du, wie ich meine, so. Und ich bin ein Typ, ich wusste, dass das passieren kann, und ich bin ein Typ, der immer mit den Konsequenzen einfach umgeht, so. Und ich habe mir sofort in meinem Mindset und in meinem Kopf mir sofort gesagt, so, okay, Bro, jetzt heißt es durchziehen, jetzt gibt's keine Ausreden mehr, jetzt musst du aus der Scheiße wieder rauskommen, dir was aufbauen, damit dein Kind und auch deine Frau safe sind, Digga, weißt du so? Und das hat mir eine krasse Motivation gegeben, Digga, so. Und als es dann wieder weg war, quasi, so, bin ich in ein extremes Loch reingefallen, Bro. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Das hat man vielleicht nicht gemerkt. Ich habe es auch überspielt, krass überspielt, so. Aber das hat, Bruder, das hat sehr viel mit mir persönlich gemacht, so. Weißt du? Ich habe noch nie so eine Schmerzen gespürt. Ich habe auch noch nie, ja, ich habe auch nur ein, ja, Mann, Alter, scheiße. Ich habe auf jeden Fall auch noch nie irgendwie so, keinen Bock mehr gehabt, so am Start zu sein, weißt du, was ich meine, so. Aber danach war es so für mich so, Bruder, ich hab keine Lust mehr gehabt, Digga, so. Na, Mann, krass, ja, wisst ihr Bescheid jetzt, Freunde, so war das gewesen.